Hallo lieber Wassermann, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven uns den Monat Mai 2024 uns anschauen. Bitte bedenke, dass es eine kollektive Legung ist. Nicht alles kann mit dir wortwörtlich resonieren. Das sage ich jedes Mal, lieber Wassermann. Das ist ja klar, dass nicht alles, was ich jetzt sage, mit dir wortwörtlich umsetzbar ist. Was du aber machen kannst und für mich auch wichtig ist, dass du dir auch die anderen Energien anhörst, dein Aszendent, Mond und Venus Sternzeichen, weil du hast ja nicht nur diesen Sonnensternzeichen, du hast auch andere Sternzeichen, ja? Okay, gut, dann würde ich sagen, wir reden gar nicht mehr drumherum, dieses Thema, das ist eher wie Mantra geworden, finde ich. Wir schauen uns jetzt, welche Türe sich hinter dir geschlossen hat, vielleicht auch nicht ganz, mit dem Vollmond, den wir hatten, und wir schauen jetzt uns, welche neue Türe sich öffnet, ja, was für eine neue Türe öffnet sich für meine liebe Wassermann-Menschen da draußen, auch Frauen natürlicherweise, ja, nicht nur die Männer. Dann schaue ich das mir mal an, mal schauen, für dich, lieber Wassermann, im Kollektiven. Da bin ich sehr gespannt. Wow, der dritte Chakra, das gefällt mir, das kam mir letztens raus bei einem Shorts. Der dritte Chakra. Und ich denke, jetzt sind sich viele Menschen bewusst, was sie wollen. Machtvoller, kraftvoller, das gibt ja auch Mut. Das gibt ja auch dieses gewisse Etwas, um nach vorne zu gehen. Wir reden hier von der Sonne, ne? Also der Solarplexus, sagt ja schon das Wort, das Solar, ist Solare, ne? Kommt ja auch von der Sonne. Und das ist der dritte, ja, Chakra, den wir haben. Und da fängt es ja auch an, ne, zu wissen, wie viel Vitalität haben wir, wie viel Kraft besitzen wir. Haben wir diese Willenskraft? Haben wir den Mut, auch gewisse Dinge zu machen? Ja? Und diese Kapazität öffnet sich. Ne? Das kann ja auch gut sein, du hast in gewisse Situationen, lieber Wassermann, die Dinge gemacht, die jetzt irgendwie, ich sage jetzt nicht langweilig, aber dich nicht glücklich gemacht haben, ja? Weil manchmal ist die Routine auch, wird dann wirklich Monotonie und wird langweilig, ja? Also für viele Sternzeichen ist es einfach ein No-Go, okay? Und bei dir sehe ich jetzt, dass du einfach diese Freude wieder hast. Du erlangst hier an deine Freude, du erlangst hier, sagen wir mal, an so Situationen, an der du Freude hast, glücklicher bist, die Dinge auch so nimmst, wie sie sind, aber du weißt schon, diese Situation bringt mich weiter. Ich weiß, dass ich jetzt etwas tue, was für mich gut ist, ja. Also hier öffnet sich diese Türe, das ist wunderschön, weil wir meistens auch ganz viele Blockaden haben in den unteren Chakren, Leute. Das ist wahnsinnig, aber viele Menschen haben da Blockaden. Das ist nicht immer einfach, diese Freude, ja, zu haben, die Dinge auch mit Willenskraft zu betätigen. Manchmal fehlt auch die Kraft, der Mut, ja, wie wir sind. Und ich würde ja auch sagen, wenn du jetzt sagst, lieber Wassermann, Katja, ich bin noch nicht ganz hinweg von der Situation, dann weißt du ganz genau, wo du hier arbeitest. Du kannst gerne mit gelbes Licht arbeiten, das ist sehr wichtig, also die Sonne, wie sie strahlt, vorstellen, dass du dieses Licht, ja, in deinem, ich sag mal so, Bauchnabel, in dieser Höhe, das kannst du aber auch nochmal im Internet nachschauen, weil da werden auch die Punkte gezeigt. Es gibt aber verschiedene Methoden, also zum Beispiel gibt es auch die Stimmgabeln, ich hoffe, ich sage das richtig, habe ich jetzt letztens in der sozusagen in diese ganzen Schulzeugs gelernt, ja, dass es gewisse Töne gibt, die Frequenzen, das kennt man ja auch mit der Klangschale, ich sage das ja immer, betätige ich die, am Anfang die Klangschale, das hat schon seine Richtung, ja, wieso ich das mache, weil das auch für Blockaden ist, ja, dass die Blockaden gelöst werden. Und genauso hier können wir sagen, hier wird eine Blockade gelöst, ja, diese Blockade, die schon länger bei dir war, lieber Wassermann. Und was ich immer wieder sage, ist, tu das, was du willst. Ja, tu das, was dich nach vorne bringt, nicht wie die anderen dich wollen. Das sage ich, weil wir das noch dieses Jahr als Thema haben. Genauso die Kontraposition ist ja der Löwe und da haben wir sehr viele Ähnlichkeiten, weil wir eigentlich so sein wollen oder wir wollen eigentlich die Menschen sein, die wir wirklich sind. Aber viele Personen um uns wollen uns nicht.
so wie wir jetzt gerade sind, diese neue Version von uns, aber sie gehört dazu. Guck mal, das siehst du auch hier numerologisch. Drei vorne, eine neue Sichtweise, die drei, diese, ich bin Körper, Geist, Seele, ich weiß, wie das funktioniert, ich habe eine neue Sichtweise, die sieben. Das ist für mich, die sieben ist immer eine heilige Zahl, die Spiritualität. Ich weiß, dass durch gewisse Übungen, gewisse Situationen, auch wenn du jetzt sagst, ich habe nichts gemacht, kann ja auch gut sein, du arbeitest gar nicht an dir, muss ja nicht sein. Also fast alle Personen, ja, die sich meine Legungen anschauen, sind Menschen, die ganz genau wissen, wenn es innen ist, der Problem, dann wirkt sich das auch nach außen ab. Es gibt auch Menschen, die sagen, nö, ich brauche das gar nicht, ich will das gar nicht. Keiner wird gezwungen, ja. Aber du siehst es einfach systematisch, ja, was das für eine Wirkung hat. Den Neustart. Und den Neustart kannst du nur haben, wenn du gewisse Dinge integrierst, ja. Und die hast du hier integriert. Hier kehrt die Freude, die Lust wieder zurück. Hat ja auch jetzt die Lust eher mit dem Sakralchakra zu tun, aber hier natürlich auch mit der Sonne. Mit der Sonne bekommt man sehr viel Lust, man bekommt eine andere Laune. Habt ihr das gemerkt? Also zurzeit bei uns regnet es nur. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen auch launisch sind. Ich sehe aber natürlicherweise auch, weil die Sonne es nicht immer durchschafft. Ja? Also, und ich sehe hier einfach die Freude, die zurückkehrt. Das ist etwas Schönes, ja? Lieber Wassermann, du darfst dich freuen, sage ich mal hier. Du darfst dich wirklich freuen. So, schauen wir mal, was die metaphorischen Orakelkarten uns erzählen über dich, ja, über die Situation. Muss ja nicht immer deine Situation sein, das kann ja gut sein. Wir reden hier von jemandem, der eine wichtige Rolle spielt in deinem Leben, ja, eine Frau, ein Mann, Schwester, Bruder, ja, wir müssen jetzt hier nicht immer die Liebenden heranziehen, ja, wir können hier auch sagen Freunde. Schön, du machst die alltäglichen Dinge, aber wie machst du sie? Mit Freude. Und wenn wir uns diese Karte anschauen, erinnert es mich an uns, also quasi an unser Heimatland. Ja? Diejenige, die jetzt sagen, Katja, ich komme auch nicht aus Deutschland, ich bin eine gebürtige Türkin, ich bin eine gebürtige Italienerin, Spanierin, wir wissen ganz genau, was machen wir? Wir hängen die Klamotten draußen. Das macht man immer noch bei uns im Süden. Ich kriege da richtig Gänsehaut. Ich finde das toll. Da ist schönes Wetter. Du kannst es dir erlauben. Nicht so wie hier in Deutschland. Leider ist es so. Es gibt immer Pro und Contra, Leute. Ja, ich finde das. Also ich, selbstverständlich liebe ich Deutschland. Ich würde das niemals tauschen. Ich weiß. Hört sich jetzt ein bisschen so, ja wie denn? Ja, vielleicht irgendwann mal. Okay. Aber ich finde, hier ist Arbeit. Hier hat man eine Zukunft, was man in anderen Ländern nicht findet. Ich finde, da ist keine Ordnung, keine richtige Regel. Ja? Und hier siehst du eine Frau. Ich könnte mir hier vorstellen, dass es richtig heiß ist. Du kannst ja auch im Urlaub sein oder du hast vor, in irgendeinem Land zu fahren, wo es warm ist. Aber ich könnte mir hier auch vorstellen, dass du jemanden besuchen gehst. Ja, eine Oma, eine Tante, eine Mutter. Vielleicht ist deine Mutter nicht in Deutschland. Ja, kann aber auch gut sein, du widmest dich gerade den Kleinigkeiten in deinem Leben. Du gibst eine kleine, una svolta, eine andere Richtung, aber das sind Kleinigkeiten. Du widmest dich jetzt einfach an die alltäglichen Dinge und das machst du mit Freude. Ich kann jetzt nicht sagen, diese Frau ist traurig, überhaupt nicht. Also natürlich sieht man jetzt nicht die genauen Gesichtszüge, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie das einfach so macht, weil sie keine Lust hat, sondern hier ist die Lust da, hier ist die Sonne, hier scheint, hier ist warm. Leute, Südländer haben eine andere Wärme. Ja, das ist klar. Und man merkt es. Man merkt einfach, die Barmherzigkeit haben auch natürlich Deutsche. Okay, es ist ja nicht so, dass alle Deutsche gleich sind, dass wir jetzt sagen, alle Italiener sind gleich oder alle Türken, egal welche Nationalität wir sind. Ja, es gibt immer, ich sag mal immer, schwarze Schafe. Überall, überall, Leute. Wir können nicht das sagen. Und gerade dir sage ich das, lieber Wassermann, weil du jemand bist, der nicht sich anhängt an sowas. Also das ist ja klar, ich habe jetzt meinen Nordknoten bei dir und das sollte ich auch lernen und das ist mir auch bewusst, dass ich mich jetzt nicht orientiere nach dem Land, mich nicht orientiere nach der Sprache,
Ich liebe alle Sprachen, ich liebe alle Länder. Ich finde, jeder hat seine Kultur und man sollte auch die Kultur respektieren. Aber wenn wir in Deutschland leben, sollten wir auch die deutsche Kultur respektieren, ja? Nach denen gehen. Und ich denke, du als Wassermann-Mensch weißt es besser als alle anderen, ja? Der Wassermann bekommt dann dieses Bewusstsein, ich bin nicht diese Nationalität. Ich bin nicht jetzt das, was ich bin als Geborene oder Geborener, ja? Sondern da, wo mein Herz ruft, ja. Also ich denke, du machst hier das, was nach dem, was sich dein Herz sehnt, okay? Und das ist richtig, lieber Wassermann. Bleib auf der Straße, bleib in der Richtung, okay? So, machen wir weiter. Entschuldigung, jetzt habe ich die Kamera bewegt. Sehr eng heute Morgen, wie ich die Karten hingestellt habe. Früh morgens, lieber Wassermann. Wer kennt das nicht? Morgens, ne? Und Montag. Oh my goodness, sag ich nur, ja. Unser Großer war ein bisschen krank, also kränklich, aber der ist heute Morgen dann in die Schule gegangen. Der hatte nur ein bisschen Kopfschmerzen. Es kann auch gut sein, die Pollenallergie, ne? Da leide ich auch ein bisschen drunter. Aber ich bekomme das immer sehr gut hin mit den Bachblüten, also quasi mit Homöopathie. Ja, also ich versuche immer wieder, jetzt letztens zu diesem Thema Homöopathie habe ich auch Pflanzen herausgefunden, die wirklich eine tolle Wirkung haben. Also Leute, greifen wir nicht immer zu Medikamente, außer es ist Not. Leute, es ist wirklich Not, ja. Deswegen, aber sonst können wir auch mit Homöopathie, mit Heilpflanzen sehr viel, wie sagt man das, erreichen. Okay, sehr schön. Hier haben wir sehr schöne Karten. Ich nehme sie jetzt alle. Alle, die rausgekommen sind. Okay, was ist hier passiert? Lieber Wassermann, du wurdest wahrscheinlich hier irgendwo reingelegt. Okay? Das kann jetzt mit vielen Situationen zu tun haben. Du schließt jetzt hier eine Türe, weil du reingelegt worden bist. Du hast sie geschlossen, lieber Wassermann. Und das hast du auch richtig gemacht. Ich weiß nicht mit wem, aber ich sag dir nur prima, Gratulation. Öffne sie auch gar nicht mehr, diese Türe zu dieser Person oder zu dieser Situation, weil es kann hier Liebe sein, es kann hier Arbeit sein, es kann hier eine Situation sein mit irgendjemand, der dich genervt hat, der hier auch irgendwie krank ist, ich würde hier mal so sagen. Also wenn du jetzt irgendwo das Gefühl hast, ich komme von dieser Person nicht weg, ich kam nicht weg, aber jetzt weiß ich ganz genau, dass ich es muss, weil mir nichts anderes übrig bleibt. Diese Person tut mir nicht gut. Nein, diese Person tut dir nicht gut. Diese Situation tut dir nicht gut. Also ich würde jetzt hier nicht nur sagen, diese Person. Ich könnte mir hier auch vorstellen, eine berufliche Situation oder irgendetwas, wo gelästert wird. Also hier eindeutig, jemand hat was gegen dich. Lieber Wassermann, kann ja auch umgekehrt sein, du guckst jetzt diese oder du schaust dir dieses Video an und sagst, ja, Wassermann, Mann oder Frau, schon hinten haben wir den Mann, hat über mich gelästert. Ein Arbeitskollege, eine Arbeitskollegin, sehr gemein gegenüber mir, aber du findest deine Harmonie wieder zurück. Das ist das Allerwichtigste. Du findest wieder heraus. Ja, ich gucke mal ganz kurz drunter. Weißt du, was du lernst in dieser Evolution? Ich kriege auch Gänsehaut, weil wir alle das lernen. L'abbandono, das Alleinsein. Nicht jeder kommt klar mit das Alleinsein. Nicht jeder versteht das Gleiche darunter. Ja, es gibt Menschen, die das in einer früheren Inkarnation mitnehmen und leben zu leben, das bewältigen. Ja, und es kann gut sein, du befindest dich in so einer Situation, also du befindest dich in so einer Evolution, ja, dass du gerade dieses Alleinsein lernst. Du hast daraus gelernt, du weißt, dass es dazu gehört und du kannst auch dir vorstellen, also das sage ich immer wieder, Leute, ich bin besser alleine dran als mit Menschen, die mich hintergehen. Ja, Leute, wir müssen nicht unbedingt immer Freunde haben. Wir müssen nicht unbedingt immer, wir können in die Gesellschaft rein. Wir können mal einen Kaffee trinken gehen, was ich auch gerne, sehr gerne mache. Ich habe da meine beste Freundin, sage ich immer. Aber diese beste Freundin kann niemals jemand ersetzen, weil sie mich ganz gut kennt. Sie kennt mich, seit wir jünger waren. Und das kann nicht jemand, der mich jetzt kennenlernt. Natürlich, wenn man Seelengefährter ist, ist es was ganz anderes, wenn sich solche Menschen treffen. Ja? Aber ich denke auch mit dem Partner und Partnerin, lieber ist man alleine. Ja? Das bedeutet nicht, dass du immer allein sein musst, dass du nicht mit anderen reden sollst, dass du dich jetzt wie ein Eremit irgendwo in den hohen Bergen schließen tust, in so eine Hütte und sagst,
Ich rede mit niemandem. Nein, das sagt keiner. Aber lieber distanziert man sich von Menschen, die über dich lästern, die keine wahren Freunde sind, die dich ausnutzen und du diese Türe schließt. Das ist eine totale Schließung hier. Du schließt eine Türe, um eine neue zu öffnen, sogar ein Tor, würde ich hier sagen. Zu was? Zu deinem Glück, zu deiner Harmonie. Weil diese Person könnte dich durcheinander machen. Du könntest wegen dieser Person durcheinander sein. Du könntest nicht verstehen, oder diese Person ist durcheinander und zieht dich mit in der Scheiße. Also verstehen wir auch eins. Manche Menschen sollten nicht zu uns gehören, weil sie einfach nicht vibrieren, so wie wir. Und sie ziehen uns runter. Dann gibt es Personen, wie oft ich das gesagt habe, die sensibel sind. Zum Beispiel auch im Human Design werden diese Leute als Reflektoren, als Projektoren dargestellt. Und sie absorbieren ganz viel Energie von anderen. Und das ist nicht immer gut, das ist nicht immer günstig für uns, ja. Deswegen ist es wichtig, ich würde sagen, lieber Wassermann, dass du jetzt hier in deiner Richtung schaust. Dass du jetzt hier ein Bild quasi dir machst von den Personen, die du um dich hast und anfängst, einen Haken zu stellen mit denjenigen, die du was zu tun haben willst und wie sagt man das, ein Kreuz mit denen, die du nichts damit zu tun haben willst. Ich weiß, es hört sich jetzt ein bisschen gemein an. Ich bin auch manchmal in der Hinsicht auch gemein, weil ich selber gelernt habe, Leute, das ist die größte Erfahrung, die ich jemals machen kann, weil ich sag ja, Nordknoten in Wassermann sagt schon viel, ne? Wie, Freunde sind das Allerwichtigste für einen Wassermann. Und für mich ist es klar, die Community, das Soziale, die soziale Menschen, mit denen ich zu tun habe. Aber was sollte ich tun, wenn die Menschen nicht verstehen, was ich sage oder von was ich rede? Sollte ich mich verrückt machen, nur damit sie mich verstehen, damit sie mich gewinnen, also damit ich diese Menschen gewinne? Nein, ich brauche mich nicht einzustellen. Ich bin der Mensch, den ich bin. Und wenn es den Menschen nicht passt, dann ist es halt so. Ja, ich werde bestimmt die richtige Person anziehen. Ja, ob das jetzt ein Freund ist, eine Freundin oder ein Kollege, egal was es ist. Versteht ihr, was ich meine? Stellt euch mal vor, in der Verwandtschaft. Wir sagen, wir suchen uns das nicht aus. Doch, wir suchen uns das aus. Wir wissen das vor der Inkarnation, die Eltern. Natürlich jetzt nicht jede Einzelheit, jedes Detail. Aber wir suchen uns schon unsere Eltern aus. Und wir wissen ganz genau, das ist unsere Schule, das ist unser Lehrer, das ist unsere Lehrerin. Genauso mit unseren Kindern, ja? Also wir dürfen das nicht vergessen, dass wir Einfluss haben auf diese Situationen. Wow, chiarezza e esposizione. Also hier wirst du Klarheit bringen und du wirst weiterkommen. Du wirst hier eine Richtung nehmen. Wie ich ja schon gesagt habe, du bist auf dem richtigen Weg. Lass dich von deinem Herz führen und bitte fang an zu reinigen. Ich mache das jetzt gleich auch, liebe Wassermann. Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, zu reinigen, wenn die Karten rauskommen, hat man mir auch gesagt. Jetzt hätte ich fast die ganze Decke rüber mitgeschleppt, weil ich hier meine Feuerzeug brauche. Nee, eigentlich nicht. Ich kann das hier machen, siehst du? Ja, das ist Montag früh. Weißt du, ich habe hier mein Feuerzeug. Du wirst jetzt sagen, ja, den verstecke ich immer schön, weil mein Mann ist ein Raucher und der klaut immer meine Feuerzeuge. Ja, der klaut sie. Er lässt sie überall liegen. Das ist ja das Gute. Und er sagt dann, er verliert sie. Ja, das ist, weil er nicht dran denkt. So, jetzt zünden wir hier an und fangen an zu reinigen. Ich reinige für dich auch noch, weil das ist wichtig. Also, was ich jetzt auch gelernt habe, Leute, es ist immer wichtig, auch mit anderen über sowas zu kommunizieren. Und zwar, dass wir auch die Energien von anderen mitnehmen. Und wenn hier jetzt die Karte rauskommt, bedeutet das auch für mich, dass ich jetzt hier reinigen sollte, weil natürlicherweise wir irgendwo alle zusammenhängen, ja? Ich reinige hier das. Du kannst auch vorspulen, wenn du keine Lust hast. Es gibt Menschen, die sowas gar nicht interessiert, aber es ist wichtig, sich zu reinigen. Bitte immer reinigen, ja? Okay, eine Reinigung, wie passiert das? Wir haben jetzt hier die Karte, sie hat ja dasselbe so wie ich, die Hexe hier, aber das heißt nicht, dass du jetzt unbedingt mit Palo Santo oder mit Salbei reinigen sollst, habe ich auch Palo Santo, sondern du kannst auch hier mit grobem Salz wischen,
Ja, und dann ist es wichtig, dass du hier aber auch diese Reinigung betätigst in deinem Leben, wie ich ja gesagt habe. Ich weiß, es hört sich jetzt gemein an mit diesen Haken oder mit diesem Kreuz. Mit wem bin ich und mit wem nicht? Weil Leute, hier wird gelästert. Ganz einfach und simpel. Hinter deinem Rücken Menschen, die einfach vielleicht dich auch beneiden. Ja, guck mal, du hast einen Kurs, wie sagt man das, einen Kurs betätigt. Einen Zyklus abgeschlossen, Entschuldigung, einen Zyklus abgeschlossen und du fängst einen neuen ein. Das ist wunderschön. Besser geht es gar nicht, ja? Kompliment. Kompliment, jetzt habe ich das gemischt zwischen Italienisch und Deutsch. Katja, Katja, jetzt wirst du lachen, lieber Wassermann. Lach ruhig darüber, ja? Montags früh und die Katja auch noch durcheinander. Und die Spätter, Trotzphase. Hier hat jemand eine Trotzphase. Wer hat eine Trotzphase? Kinder. Wer sehr kindisch ist, Leute, das ist so. Diese Karte ist jetzt nicht so was, wo man sagen kann, ja, das ist eine Person, die sehr reif ist. Nee, man hat hier mit jemandem zu tun, der unreif ist, der hier eine Trotzphase zieht, der hier etwas absichtlich macht, extra. Okay? Also ich weiß jetzt nicht, ob du das bist oder die Person gegenüber dir. Du könntest aber hier trotzdem auch das den anderen heimzahlen. Wenn du das machst, lieber Wassermann, und was hier dir alles passiert ist, mein Gott. Wenn du das für nötig hältst, mach das. Und wenn nicht, dann lässt du es sein. Aber es könnte auch gut sein, dass jemand irgendwie es dir heimzahlen möchte oder so sich benimmt wie ein kleines Kind, ja? Gar nicht so reif ist. So, schauen wir mal, con la Sibilla, welche Situation auf dich zutreffen wird im Mai. Wir sind ja quasi am Anfang vom Mai, aber ich weiß nicht wieso. Ich habe das Gefühl, dass die Wochen ganz schnell vorbeigehen. Habt ihr auch das Gefühl, es bewegt sich alles? Das hat man auch gesagt. Also die spirituelle Ebene, das Ganze, wie sagt man das, drinnen sagt, dass die Zeit einfach schnell vergeht, schneller. Also dieses Gefühl ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist wirklich so. Also es passiert etwas. So, Leute, hier geht es um eine Freundin. Hier spielt eine Freundin eine große Rolle. Jemand, der hier irgendwie über deine Tochter oder deinen Sohn lästern könnte. Oder das Ganze hat hier mit deinen Kindern zu tun. Okay? Könnte hier aber auch gut sein, dass du jetzt hier, ja, guck mal, Konsolatione. Du findest hier gleich, wie du dich, wie sagt man das? Ich sage jetzt nicht befriedigen, hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Ich muss mal das Wort auch übersetzen, aber ich habe das Gefühl, du wirst gleich eine Methode finden, indem du glücklich sein kannst. Und du wirst hier auch das Glück erleben. Du wirst hier auch eine schöne Situation haben. Also entweder gehst du hier weg mit einer guten Freundin. Du sagst hier in dieser ganzen Chaos, weiß ich, wer meine beste Freundin ist, wer zu mir steht. Wenn du ein Mann bist, natürlicherweise können wir jetzt hier sagen, du hast eine gute Freundin. Das könnte ja auch eine Freundschaft plus sein, dass man hier mehr will. Neustart. Ich sage ja, hier ist irgendwo ein Neustart. Bambino bedeutet, Kind bedeutet auch immer Neustart. Okay? Etwas, was du neu startest, aber du findest hier jemand, mit dem du, wie sagt man das, austauschen kannst. Austauschen kannst und ich würde hier auch mal sagen, eine gute Person ist für dich. Okay? Also du könntest hier Spaß erleben. Also du hast hier den Sternzeichen, also die Sternzeichen Löwe, Zwillinge, Krebs und Stier, falls es dir etwas sagt, ja? Also die Sternzeichen helfen uns auch immer zu verstehen. Das ist auch sehr wichtig, deswegen erwähne ich sie auch. Vielleicht kannst du sagen, hey, in meinem Leben gibt es einen Zwilling, in meinem Leben gibt es einen Löwe. Löwe, habe ich schon oft gesagt, das ist die Kontrapart vom Wassermann. Wenn die sich treffen, wow. Ich sag nur, wow, das ist etwas Schönes, ja, mit den Wassermann-Menschen. Also ich merke das selber, was für eine Chemie ich mit den Wassermann-Menschen habe. Also mit einem Mann hatte ich jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, noch nie etwas, nein, noch nie einen Mann Wassermann kennengelernt, außer jetzt Verwandte, mein Schwager. Mit dem verstehe ich mich eigentlich super. Anhang, wir machen sehr viel Spaß, Blödsinn, aber so jetzt beziehungsmäßig noch nie. Aber ich weiß, dass die Chemie stimmt, auch wenn es Frauen sind. Kommt gleich rüber. Wenn du jetzt auch dieselbe Erfahrung hast mit dem Löwe, das ist sehr gut, weil sie sich einfach, sie completano, also sie geben sich gegenseitig das, was den anderen fehlt. Versteht ihr, was ich meine? Sehr gute Mischung, sage ich immer. Feuer und Luftelemente. Ja, auch wenn das jetzt beide männliche Energien sind, da wirst du sagen, hä, die sind doch beide männlich. Ja, natürlich sind sie männlich, aber trotzdem können sie sich viel abgeben. Ja.
Okay. Schauen wir uns mal die Tarotkarten uns an. Du nimmst mir hier auf. Jawohl. Also du wirst, sag ich mal so, einen schönen, wie kann man das sagen, einen schönen Abenteuer haben im Mai. Könnte ja gut sein, dass du irgendwie mit einer Freundin weggehst, dass du irgendwie ein Wochenende planst oder Urlaub planst sogar, ja. Vielleicht planst du das schon jetzt für Juni. Also es ist ja möglich, dass die Menschen auch im Juni, im Mai in Urlaub fahren, ja. Okay, siehst du, da hast du schon Koffer gepackt. Das sieht man hier in dieser Karte. Du bist hier bereits, diese Situation zu verlassen. Du bist bereit, die Situation zu verlassen, ja. Irgendetwas hinter dir, okay, sehr wichtig. Also ich liebe diese Karten. Übrigens, guck mal, was du hier drunter hast. Wow, drei der Kelche. Bist du vielleicht hier irgendwo eingeladen? Feierst du etwas, eine Hochzeit? Vielleicht auch eine Taufe, Kommunion nicht. Das war ja schon vorbei, das hatten wir ja auch, Kommunion. Firmung, das weiß ich gar nicht, wann sie stattfindet, in welchen Monat, aber ich glaube, das war bei mir auch Richtung, ich glaube, das war sogar Mai, wenn es mich nicht täuscht, aber irgendetwas erlebst du hier. Du wirst hier Spaß haben, du wirst hier Freude haben, natürlich kann das auch gut sein, dass hier ein Vertrag irgendwo sich, wie sagt man das, abschließen könnte, ein Vertrag. Also ich habe das Gefühl, bei dir, lieber Wassermann, dass du jetzt konkret verstehst, was in deinem Leben dir Freude bringt und was nicht. Du hast die Situation von einem anderen Blickwinkel gesehen. Also, was ich liebe an dem Gehängten, viele mögen die Karte nicht, der Gehängte. Also, ich finde, der Gehängte gibt dir eine andere Sichtweise. Guck mal, du siehst es hier, er beobachtet das von der Höhe. Der Gehängte wird für viele Limbicato. Der Gehängte, sagt ja schon das Wort, ne? Weil er sich aufhängt. Nee. Also bei den Rider Waite habe ich das Gefühl, dass der Gehängte sich alleine gehangt hat, so. Um die Perspektive anders zu sehen. Und das ist ja auch das, ja? Es ist aber hier auch ein Aus von einer Situation, indem du sagst, ich verlasse einen Arbeitsplatz, ich verlasse eine Situation, die mir keine Freude mehr gibt, okay? Um hier glücklich zu sein, um hier mein Glück zu finden, mein wahrer Glück. Verstehst du, du wirst hier als Herrscherin dargestellt. Es kann aber auch gut sein, dass du jetzt einfach mal Zeit verbringst mit deinen Eltern, mit deiner Mutter, dass du wieder diese Verbindung findest, weil die Herrscherin ganz, wie sagt man das in dieser Deutung, die Herrscherin ist die Frau, die Männer beherrscht. Nein, Leute, die Herrscherin, wenn man richtig die Karten lernt, die Rider Waite, das ist die Herrscherin, ist diese Frau, die alles verändert, alles mutiert. Nur sie bleibt so konstant, wie sie ist. Und das ist mit Mutter Natur verbunden. Sie ist die Mutter, Leute. Sie Geburt, sie wird immer als Mutter dargestellt. Ja? Sie ist nicht nur die Frau, die ohne Männer auskommt, Leute, weil immer wieder höre ich das auch. Ah, sie ist, wow, fantastisch, sie hat viele Männer und sie beherrscht die Männer. Ja, aber sie ist Mutter. Leute, vergessen wir nicht das Allerwichtigste von einer Herrscherin, die Mutter. Sie gebärt, sie ist fruchtbar. Leute, diese fruchtbare Situation, ja, und das verstehst du nur, wenn du die Situation von einem anderen Blickwinkel siehst, ja, und das haben wir hier von Anfang gesagt und das wiederholt sich hier ständig mit den Zahlen, weil du hast ja auch die Quersumme von 3. Die Zahlen haben eine wichtige Bedeutung, sogar sehr wichtig, weil die Zahlen geben ja auch sozusagen la vita, den Leben, den Tarotkarten, weil die, ich finde, das ist ja klar, die Zahlen sind ja viel, viel älter, die Sumeren haben schon mit den Zahlen, sind mit den Zahlen umgegangen, ja, fällt mir jetzt nicht ein, die Ägypter, okay? Also, du bist hier irgendwo in einer Situation, in dem du verstehst, was für dich richtig ist, was du verlassen sollst, was dir Spaß macht. Also, ich habe hier aber auch das Gefühl, dass du irgendwo eingeladen wirst oder du wurdest eingeladen. Du hast sehr viel Spaß gehabt. Du könntest aber hier auch diese Beziehung wieder mit Mutter, ja, mit deiner Mutter, aber natürlicherweise auch das alles, was dir Zuflucht gibt, Sicherheit. Was gibt denn uns die Mama? Die Mama gibt uns Liebe,
Die Mama gibt uns irgendwo wirklich, auch wenn du 40 bis 50, wer kennt das nicht? Also Leute, ich bin 34, ja? Und wenn meine Mutter mir etwas sagt, zum Beispiel ein Kompliment, da wirst du denken, ich fühle mich wie ein kleines Kind noch. Wo sie es zu mir gesagt hat, oh, du bist ja so gut in der Schule, das gefällt mir. Wir wollen das immer, wir brauchen das immer konstant, dass unsere Eltern immer als Nummer 1 sehen. Versteht ihr das? Das ist ja irgendwo unser kleines Kind. Und man freut sich, wenn die Mutter ein Kompliment macht. Wer freut sich nicht? Versteht ihr das? Innerlich freust du dich immer und die Mutter und der Vater spielen immer eine große Rolle. Ja? Sie werden immer eine große Rolle spielen. Das ist ja auch immer so in den Geburtskarten, also quasi in, ich weiß jetzt nicht, wie man das richtig auf Deutsch sagt, aber wenn man sich die Geburtskarte, wo die Sternzeichen sind, wo die Planeten sind, spielen die Eltern wirklich einen fundamentalen, wie sagt man das, Rolle, ja. Zum Beispiel der Vater wird mit Mars interpretiert, ja, und die Mutter mit dem Mond, okay. Und da kannst du auch schauen, was hast du für Eltern, okay. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, Mond ist bei mir bei Zwillinge, dann wirst du wahrscheinlich auch ein Problemchen haben, dass die Mutter vielleicht nicht immer präsent war, wegen der Arbeit, weil sie oft andere Dinge erledigt hat, okay? Könnte aber auch gut sein, dass sie früh gestorben ist, ja? Also es gibt sehr viele Bedeutungen, Leute, also ich könnte wahrscheinlich bis morgen sitzen, aber es ist wichtig, dass du verstehst, diese Beziehung zur Mutter, ja? Auch wenn du jetzt Mann bist, das ist selbstverständlich sogar noch intensiver als Mann ist die, also spielt die Mutter immer eine sehr große Rolle, auch mit den Beziehungen, okay? Kann ja auch gut sein, dass hier jemand sagt, Katja, weißt du was, ich habe erfahren, dass er mit mir Schluss gemacht hat, ja, weil er zurückgegangen ist zu seiner eigenen Frau. Kann gut möglich sein. Ist nicht das erste Mal bei dir, lieber Wassermann, dass ich so eine Situation sehe, aber man tendiert ja auch irgendwo dahin zu gehen, wo man hingehört. Leute, das sind zwei großen Arkanen. Wohin führt mich die Seele? Was will die Seele von mir? Die Seele will, dass ich glücklich werde. Dass ich hier mich entferne von Menschen, die krank sind. Die keine gute Beziehung zu mir haben. Keinen guten Drang. Also das ist für dich wie eine Erlösung, wenn ich das so sage. Also eine wunderschöne Energie. Nicht denken, lieber Wassermann, oh mein Gott, ich werde jetzt allein bleiben. Wenn ich jetzt eine Mutter bin, du könntest jetzt hier eine Mama sein. Ja, du könntest hier eine Mama sein, die Single ist, okay? Die ihre Kinder alleine auf die Welt sozusagen erzogen hat, ja? Du hast sie natürlicherweise mit jemandem, wie sagt man das? Du hast diese Früchte gebracht mit jemandem, okay? Aber du hast sie alleine erzogen. Du hast das ganze Stress, die ganze Last auf dich genommen. Und jetzt weißt du, wo dein Glück ist. Verstehst du das? Jetzt weißt du, wo dein Glück beginnt. Und das beginnt erstmal bei dir. Dass du die Entscheidung fällst. Dass du verstehst, wer zu dir gehört und nicht. Okay? Sehr wichtig. Das Glück beginnt wirklich bei dir. Also hoffentlich erinnere ich mich auch an diesen Titel. Weil du wirst hier eine schöne Situation erleben. Wow, guck mal. Und hier haben wir das Gottesgeschenk. Ja? Was Gott uns schenkt, das ist wichtig. Nicht nur im Materiellen, Leute. Legen wir mal das, die Materie immer weg. Also ich weiß, die Materie ist wichtig. Natürlich, wie zahle ich meine Wohnung? Wie werde ich jetzt hier bezahlt, wenn ich eine private Legung mache? Natürlich mit Geld. Aber Geld ist nicht alles. Also wenn ich jetzt sage, ich bekomme meinen Energieausgleich und ich benutze dieses Geld, um mir die Dinge zu kaufen, die mich weiterbringen in meiner Seele, natürlich mache ich das korrekt. Wenn ich aber jemand bin, der nur geizig ist und nur denkt, mehr und mehr und mehr und nicht den anderen gibt oder zum Beispiel sagt, hey, für mich ist es wichtig, dass ich jetzt eine Rolex trage, dass ich jetzt ein Audi fahre, dass ich jetzt ein BMW. Leute, das ist alles Oberflächlichkeit, ja? Und ich denke, ein Wassermann, Mensch, versteht das sehr gut, okay? Und das sind nicht Gottes Geschenke, Leute. Nein, das sind nicht Gottes Geschenke. Die Materie hat nicht wirklich mit Gott zu tun, okay? Natürlich finden wir die Materie auch, aber sie ist eher was anderes, ja? So, Erzengel Sandalfon. Wir Engel bringen dir Geschenke deines Schöpfers, natürlicherweise von Gott. Öffne deine Arme, um sie zu empfangen. Also, ich sage ja hier, öffne die Arme, es wird dir etwas geschenkt und das ist Gott, der das dir schenkt. Natürlich auch, wie sagt man das, Fähigkeiten,
kreative Fähigkeiten beruflich, was du aufbaust, diese Kreativität, die bekommst du von Gott geschenkt, die hast du von Gott. Dass ich jetzt hier kommuniziere mit der anderen Welt, die Geistführer, die mir helfen, ich bin nur ein Instrument, Leute, das ist Gottes Geschenk, ja, damit ihr das versteht. Und ich sag ja, das Glück beginnt wirklich bei dir, ja, dass du das weißt. So, ganz kurz, lieber Wassermann, sonst wird mein Kaffee kalt. Vor lauter intensiver Legung ist er kalt geworden, das ist klar. Ja, Leute, wenn man drin ist, ist man drin. Und ich stecke da meine ganze Seele rein. Also man merkt das schon in den Legungen, wie ich das mache. Und sobald ich diese Lust nicht mehr habe, würde ich wahrscheinlich auch gar keine Karten machen. Das ist bei mir selbstverständlich so. Also ich mag das gar nicht, etwas zu machen, was mich zwingt. Guck mal, was wir hier haben. Wir haben die ganze Zeit von dem Löwe gesprochen, von der Zentrierung. Und wir reden die ganze Zeit von der Sonne. Leute, Gänsehaut pur. Ihr merkt es auch bei meinen Legungen, dass die Karten auch rauskommen. Ja, dass sie so rauskommen nach Resonanz, weil hier die Geistführer mit euch kommunizieren und wollen euch etwas sagen. Die Sonne bedeutet Zentralität. Und wo bekommst du diese Zentrierung? Auch von dir selbst, dass du dich in der Zentrierung setzt, weil manchmal setzen wir uns da nicht. Und du solltest das vom Löwe abschauen, weil der Löwe ist sehr egozentriker, also setzt sich immer in diesen Ego-Bereich, manchmal auch zu viel, ja, da muss ich auch selber vorsichtig sein, das ist eine Sache, mit der ich immer zu kämpfen habe, das heißt niemals, dass du aufhörst, du wirst niemals aufhören, Leute, das ist klar, wir hören niemals auf in der Spiritualität, fragt mich das gar nicht oder fragt euch das gar nicht, weil irgendwie kommen da diese Fragen, ja, wann hört das auf, wann stoppt das, nein, wenn du gehst, natürlich, ja. Und diese zentrale Figur, die du sein solltest, die bekommst du nur, wenn du dich an der ersten Stelle setzt. Wenn du weißt, dass wirklich alles von dir beginnt. Also du siehst es auch numerologisch, brauche ich dir gar nicht zu erklären. Guck mal, eins vorne und wieder drei. Du hast oft diese Zahlen jetzt gerade, okay? So, die acht, das wissen wir ja. Wir wissen hier, wen wir haben, Skorpion. Das ist immer das Mystische. Das ist diese Unendlichkeit, wo wir sind, wo wir uns befinden. Okay, also du könntest hier mit einem Löwe, Skorpion zu tun haben, könnte aber auch dein Aszendent, Mond oder Venus, oder bitte achte, wo deine anderen Planeten sind, ja, wo du auch sehr viel hast, weil du könntest jetzt sagen, der Herrscher von Skorpion, natürlich ist Pluto, ne, dann hast du hier wieder Skorpion als Wasserelement, Fische, Krebs und alle Luftelemente, Wassermann zu Wassermann, Waage und Zwillinge, vergesse ich jemand? Waage, Zwillinge, ja, und Wassermann, dich selbst, ja? Okay, lieber Wassermann, das war deine Legung, ja? Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein in meinem Kleinen. Ich weiß, immer wieder gibt es auch ein paar Schlaumeiers, die vielleicht auch irgendwie das nicht passt, wenn ich von anderen Themen, aber diese Themen haben immer mit dem zu tun, was ich sage, Leute. Es gibt keine Zufälle. Ich gebe euch Informationen. Das sind, ich sage immer, nehmt das, was euch gegeben wird. Beschwert euch nicht. Ja, und diejenigen, die das nicht mögen, hört euch das nicht an, Leute. Keiner wird gezwungen. Ich denke, wenn du hierher gefunden hast, ja, dann wurdest du angezogen. Und ich sage auch, dass es gibt keine Zufälle. Ja, und man kann nicht sagen, ob das richtig oder falsch ist. Man kann das niemals sagen. Ich kann auch nicht sagen, ob du jetzt falsch liegst. Das ist ja auch nicht richtig. Du hast deine Sichtweise. Aber bitte, ich ändere mich nicht für andere. Ja? Weil viele Menschen finden das irgendwie, wie sagt man, das hinter immer diese, bei uns sagt man, sie fühlen sich wie Löwen. Die Trollatastiera, ne? Hinterm Internet schreiben ganz viele aggressive Dinge und sind gemein. Leute, ja, wenn man Gesicht an Gesicht ist, da möchte ich diese Menschen sehen, ja. Also ich bin im Löwe, ich bin Südländerin, natürlich, ich bin nicht nur Spiritualität, ich sage es immer wieder. Wie sagt man das, meine Geduld hat dann auch ein Limit. Ja, ich bin so, das ist so, das gehört auch zu mir. Ich bin nicht nur so, aber es gehört auch zu mir. Und ich denke, jeder von uns, und vergessen wir nicht, dass Erzengel Michael gekommen ist mit dem Schwert. Nicht um irgendwie Blumen zu schmeißen, ja? Und wenn es um zu kämpfen geht, kämpfen wir, Leute, okay? Und wir werden immer mehr. Ich finde das schön, dass immer mehr Menschen zusammenkommen, ja? Und wir müssen nicht immer die gleiche Sichtweise haben, ja? Keiner zwingt dich hier, die Videos anzuschauen, okay? Und ich denke, das sind meistens auch die Menschen, die
wirklich kein Interesse haben. Einfach nur, sie fanno i cacchi dell'altri, ne? Also sie wollen einfach sich einmischen bei den anderen. Und ja, das ist einfach il scopo, die Natur von diesen Menschen. Okay, so, ich freue mich über ein Feedback, lieber Wassermann, über einen Daumen nach oben. Und falls du noch nicht meinen Kanal abonniert hast, lege ich es dir ans Herzen, weil dann wird deine Energie auch besser gelesen. Du bist Teil dieser Energie, ja? Vergiss es nicht. Okay, pass auf dich auf. Mach's gut, lieber Wassermann. Ciao.